manche haben diesen Hadith erwähnt, das ist für dich interessant, erwähnten diesen Hadith im Kontext des Tawakkul, aber indem sie den Tawakkul so definieren, dass man einfach vor sich hin lebt. Tamam? Wie der Vogel, der Prophet sagt ja hier, würdet ihr ehrlich in Aufrichtigkeit und mit Überzeugung yani, auf Allah Ta'ala vertrauen, würde er euch versorgen, wie er den Vogel versorgt. Das heißt, was heißt das? Yani, wenn du beispielsweise auf die Hajj gehst, nimm keinen Proviant mit. Nimm keinen Proviant mit und vertraue auf Allah und irgendwas wird schon passieren. Es gibt einige solche Vorfälle, die sind schon lustig, ne? Da war einer, ich weiß nicht mehr, wer den Vorfall erwähnt, ich glaube, das war Ibn Qayyim. Der ist in einen Brunnen gestürzt. Der ist in einen Brunnen gestürzt und da kamen Leute, um ihm dann zu helfen. Er hat sie aber weggeschickt. Er hat sie weggeschickt, weil er auf Allah Ta'ala vertraut hat, sozusagen, Tawakkul gemacht hat und irgendein Wunder erwartet. In der Tatsache wäre das aber haram, die Leute wegzuschicken. In der Scharia betrachtet, nach den Gesetzen, wäre es haram für ihn, die Leute wegzuschicken, denn das würde für ihn den Tod bedeuten. Und Allah Ta'ala sagt, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ, werft euch nicht mit euren eigenen Händen ins Verderben. Stürzt euch nicht mit euren eigenen Händen ins Verderben. Aber interessanterweise, dieser Hadith zeigt eigentlich genau das Gegenteil. Denn er sagt ja, sie gehen am Morgen, sie fliegen aus am Morgen. Das heißt, sie bleiben ja nicht in ihren Nesten hocken, ne? Und kommen dann am Abend mit gefüllten Bäuchen zurück. Das heißt, sie haben auch was gemacht. Ja.